Hey, grüßt euch da draußen hier im Schwimmbad TV Studio. Mich haben die letzten Monate wieder zahlreiche Anfragen und Meinungsabfragen erreicht zum Thema Lilian Labs und das neue Photometer. Im Speziellen auch hier um diese Sticks. Wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, sind mit dem Zug quer durch Deutschland gefahren, um uns das Ganze mal näher anzuschauen. Viel Spaß! Simon, grüß dich. David, servus. Herzlich willkommen bei uns im Braunschweig. Ja, super. Geil, dass ihr mich empfangt. Ich freue mich riesig. Weißt du warum? Sag's mir. Weil ihr eine unheimlich geile Vision habt. Aber bevor wir darauf eingehen, erzähl uns, wer du bist, Simon. Ich bin Simon, arbeite bei der Lilian Labs als Vertriebsleiter und bin auch zuständig fürs Business Development. Okay. Also ist es Neudeutsch dafür, dass wir natürlich neue Geschäftsmodelle, Geschäftsbereiche entwickeln wollen. Wenn ich das jetzt mal kurz überreißen darf, also Golden Waves Gewinner, doppelt abgeräumt, Innovationsprodukt 2021, wo ja ihr eigentlich erst 2021 auf den Markt gekommen seid, im Schwimmbadsektor. Kann man so sagen, ja. Und das spricht ja eigentlich für sich. Ja. Was ist eure Vision? Unsere Vision ist eigentlich ganz klar. Wir wollen Wasseranalyse für jeden ganz einfach möglich machen. Wassermessung für jedermann, leicht verständlich, aber präzise und genau. Genau. Das ist der Clou dahinter. Dadurch, dass die Anwendung sehr einfach ist, aber das Messprinzip dahinter das gleiche bleibt, sind einfach weniger Fehler möglich. Und dadurch erhältst du natürlich auch extrem präzise Ergebnisse, weil du immer den gleichen Versuchsablauf hast, wenn du so möchtest. Durchaus, ja. Bei den herkömmlichen Verfahren schleichen sich doch immer wieder Fehlerquellen ein, die man vielleicht auch selbst gar nicht sieht. Ja, und das einfach dadurch gewährleistet, dass das mit diesem Stick hier so gut wie ausgemerzt ist. Mhm. Warum ist das so? Tatsächlich sprichst du da einen ganz guten Punkt an, weil das war der Startpunkt der Lilian Labs damals. Ja. Einer unserer drei Gründer, der war Aquarist und hat seine regelmäßigen Wasseranalysen durchgeführt. Und er hatte das Gefühl, wenn er die Analyse zweimal hintereinander mit der gleichen Probe macht, kommt er auf vollkommen verschiedene Ergebnisse. Ja, durchaus. Und er war einfach kein ausgebildeter Fachmann. Der kannte sich damit nicht so aus und konnte dann das Ergebnis auch einfach nicht interpretieren. Das heißt, er war total verunsichert. Mhm. Und der hat gesagt, na komm, ich arbeite an der Technischen Universität in Braunschweig und wir haben da so super Technik, es muss doch möglich sein, das in die Praxis zu bringen. Mhm. Und genau das war der Startschuss. Der hat sich dann mit seinen beiden Kompagnons von der Uni zusammengetan. Alle sind promovierte Ingenieure und Physiker. Mhm. Und dann haben sie angefangen, dieses Gerät zu entwickeln. Mhm. Und er hat heute, glaube ich, sein Ziel erreicht. Er kann jetzt seine Wasseranalyse auch als Laie ganz schnell durchführen und braucht dann Experten nur noch, um die Ergebnisse zu analysieren. Ja, Simon, du hast ja schon angesprochen, diese Sticks. Wie funktioniert das genau? Erklär es uns einfach mal. Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel, auch wenn viel Hightech drinsteckt. Mhm. Auf diesem Stick hast du die Chemikalien, ja, die du sonst manuell in die Probe gibst. Die Reagenzien quasi schon integriert in diesem Stick? Genau. Mhm. In der richtigen Menge vordosiert. Mhm. Das heißt, du kommst damit auch nicht in Kontakt. Richtig. Und hier passiert dann nichts anderes, als dass die Wasserprobe durch diesen Stick gesaugt wird. Mhm. Also ich muss mich auch nicht um eine korrekte Abmessung kümmern, sondern es wird genau das richtige Probenvolumen hier eingesaugt. Mhm. Reagiert dann mit der Reagenz. Auch die Reaktionszeit wird sofort auf dem Stick getimed. Das heißt, ich muss auch nicht mehr darauf achten, wie lange
habe ich jetzt hier noch eine Pufferzeit. Mhm. Und ich muss auch nicht darauf achten, ist jetzt hier meine Reagenz richtig aufgelöst. Mhm. Das alles passiert ganz automatisch auf dem Stick. Und nachdem die Reaktion erfolgt ist, haben wir wieder genau die klassische photometrische Messung. Du hast auf diesem Stick hier Messfenster. Mhm. Dort erfolgt der Farbumschlag und wird photometrisch ausgelesen, so wie bisher auch. Genau. Wir haben jetzt schon mit einem gemessen vorher. Und da seht ihr natürlich auch dieses Phenolrot, also die klassische Verfärbung. So sieht es aus. Mit einem entscheidenden Vorteil. Ich brauche nicht mehr so viel Chemie im Vergleich zu den anderen Photometern. Ja? Kannst du das so ein bisschen in Zahlen fassen, wie viel Chemie das dann weniger ist? Beziehungsweise du brauchst ja jetzt hier auch keine 10 Milliliter einsaugen. Wie sieht es da aus? Das ist der Clou dabei. Du hast ungefähr 1/100 der bisherigen Chemikalienmenge. 1/100? Nochmal. Genau. 1/100. Wirklich. Das ist natürlich kleine Dosierung. Genau. Und du brauchst deshalb auch nur ein ganz kleines Probenvolumen. Das heißt, du brauchst nur ganz wenig Probenwasser aus dem Becken. Ja. Hier gehen nur ganz wenige Tropfen Wasser rein. Mhm. Und dadurch, dass du ein kleines Probenvolumen und auch nur eine kleine Menge an Chemikalien hast, erfolgt diese Reaktion ganz schnell. Mhm. Okay. Und deshalb hast du mit diesem Stick auch einfach den Zeitvorteil in der Messung. Ein Thema ist aber trotzdem da, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Plastik. Gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich ein ganz markantes und wichtiges Thema. Hm. Wie steht ihr zu dieser Thematik? Also Nachhaltigkeit ist bei uns im Unternehmen wirklich ein sehr wichtiger Wert. Bei einem Großteil unserer Mitarbeiter, auch im privaten Bereich auf jeden Fall. Und wir als Lilien Labs wollen es natürlich auch im Firmensinne vertreten. Mhm. Wir versuchen das in ganz vielen Bereichen zu machen. Zum Beispiel ist unser Füllmaterial nur aus Papier. Da kommt kein Kunststoff, kein Plastik zum Einsatz. Ja. Wir versenden zum Beispiel auch mit DHL Go Green, um auch da den CO2-Fußabdruck auszugleichen. Ja, durchaus. Unsere gesamte Produktion der Geräte, der Sticks, liegt in Deutschland. Mhm. Das heißt, alle unsere Produkte wandern auch nicht mehrfach um den Erdball. Mhm. Auch da haben wir einfach keine langen Transportwege. Mhm. Und was natürlich der Fall ist, man hat jetzt hier Kunststoff, der vorher nicht da war in der photometrischen Messung. Ja, klar. Wir haben uns deshalb ein System dazu ausgedacht. Und zwar werden diese Sticks, nachdem sie verbraucht sind, im Bad gesammelt. Mhm. Dafür verschicken wir die gleich in Rücknahmeboxen. Okay. Und wenn diese Rücknahmebox dann voll ist im Bad, gibt es von uns einen Retourenaufkleber, der kommt da drauf und dann wird es einfach per Post an uns zurückgesendet. Ja, das ist schon mal geil. Die landen also nicht im Müll. Ganz genau. Was ja wieder die Thematik ist, sondern ihr nehmt die Dinger zurück. Und wie geht es dann weiter? Die werden bei uns erstmal gesammelt. Mhm. Und wir kümmern uns dann um die fachgerechte Entsorgung. Okay. Wir arbeiten dafür mit PreZero zusammen. Okay. Das ist ein Wertstoffdienstleister, der auch auf ganzheitliche Systeme achtet. Okay. Und da gibt es im Grunde genommen momentan zwei Ansätze. Dieses Material, das wir hier verwenden, ist reines PMMA. Mhm. Das heißt, da sind keine Zusatzstoffe drin. Das lässt sich super recyceln. Mhm. Die Schwierigkeit dabei ist einfach, dass du eben diese vordosierten Chemikalien dort drauf hast. Und die musst du natürlich davon wieder trennen. Mhm. Und was man dadurch erreicht, ist eben, dass die Chemikalien dann doch wieder in Wasser gelöst sind. Und auch die musst du ja entsorgen. Ja, klar. Und deshalb gibt es einen zweiten Ansatz. Und der ist ganz einfach die thermische Verwertung. Mhm. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass Kraftwerke oder auch Zementwerke ganz hohe Betriebstemperaturen brauchen. Ja, durchaus, ja. Damit wir alle unsere Energie ins Haus bekommen. Ja, klar. Ganz klar. Und was wird dort gemacht? Dort wird unter anderem Rohöl direkt ins Feuer gegossen. Ein primärer Energieträger, mit dem man viel Sinnvolleres anfangen könnte. Mhm. Und um diese Betriebstemperaturen zu erreichen, kannst du diese Sticks enorm gut verwenden. Ja, durchaus. Das rentiert sich ideal. Ist dieses Recycling, ja, wo du so schön angesprochen hast. Mhm. Das heißt im Grunde, ihr bedient damit die Wertschöpfungskette einer anderen Branche. Jetzt kommen wir nochmal zu den Sticks im Speziellen. Also ihr habt hier diesen klassischen Stick, der mir im Grunde die Hygienehilfsparameter direkt in einer Minute erfassen kann. Hm? Ja, das heißt pH-Wert, freies Chlor, Gesamtchlor und natürlich dann
der gebundene Chlorwert, also genau, die Chloramine. So, was ist denn jetzt, wenn ich freies Chlor einzeln messen will? Beispielsweise zur Kalibrierung oder wenn ich irgendwas nachprüfen will im Filtrat oder im Rohwasser. Wie sieht es da aus? Auf diesem Stick sind immer alle vier Parameter kombiniert. Ja. Das liegt einfach daran, dass du, wenn du einzelne Parameter auf so einen Stick bringen würdest, mhm, keinen Zeit- oder Kostenvorteil hättest. Mhm. Auf diesem Stick sind parallele Kanäle, mhm, und in denen läuft die Messung dieser vier Parameter also zeitgleich ab. Okay. Du würdest keine Zeit einsparen. Mhm. Und was die Kosten angeht, dadurch, dass wir hier nur einen Bruchteil an Chemikalien haben, ist das auch kein wesentlicher Kostenfaktor. Mhm. Das heißt, du würdest es auch nicht erreichen, den Stick dadurch wesentlich billiger zu machen. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, den viele nicht verstehen, weil selbst wenn dort nur der freie Chlorwert zu messen wäre, kommt der Stick durch den Kunststoff natürlich auf denselben Preis. Also ich habe da keinen Unterschied, ne? Von dem her. Genau so ist es. Richtig. Und deshalb ist es ökologisch und auch ökonomisch eigentlich am sinnvollsten, alle vier Parameter auf einen Stick zu bringen. Welche Parameter könnt ihr noch erfassen? Du kannst mit verschiedenen Sensosticks zum Beispiel auch nochmal die Pool-Parameter, also pH und Chlor, messen, ja, aber das in einem deutlich höheren Bereich. Ja. Wenn du zum Beispiel nach einer Hochchlorung deutlich höhere Chlorgehalte in deinem Wasser hast, kannst du mit dem Pool-High-Range-Stick bis zu 10 Milligramm pro Liter messen. Ah ja, okay. Darüber hinaus kannst du aber mit einem speziellen Stick auch Brom messen. Hol das mal her. Genau, wir haben das hier einmal so ein bisschen zusammengestellt, wohin es noch geht. Teilweise sind die Sticks auch schon verfügbar mittlerweile. Ja? Mhm. Also okay, du siehst hier zum Beispiel den Brom-Stick, ja, mit dem du eben das Äquivalent zum Chlor als Brom messen kannst. Mhm. Du siehst hier auch den Chlordioxid-Stick, ja, der wirklich dann nur diesen einen Parameter bestimmt. Und ein ganz wichtiger Faktor für den Beta-Bereich ist ja die Säurekapazität. Die Säurekapazität, jetzt schon erhältlich? Ab Sommer wird die erhältlich sein. Wow. Genau. Das ist natürlich genial. Und durch die zwei Einschubmöglichkeiten beim Gerät, da kommen wir dann später noch drauf, mit einer Messung in einer Minute erledigt. So sieht das aus. Sehr geil. Du steckst den schwarzen Poolstick und den Säurekapazitätsstick einfach in beide Kanäle und die Messung läuft dann für alle Parameter automatisch durch. Stick it, baby. Jo, Simon, zeig uns einfach mal den Messvorgang. Ja, ich halte mich zurück als stiller Beobachter. Alles klar, David. Okay. Ja, dann lass uns einfach mal starten. Wir haben jetzt im Grunde genommen drei Bestandteile, die wir für die Wasseranalyse nutzen. Das ist zum einen das Messgerät als solches. Wir haben zusätzlich das Smartphone, mit dem wir es bedienen. Und hier werden uns außerdem auch die Messwerte angezeigt. Das heißt, wir haben die Messwerte danach auch sofort digital verfügbar. Mhm. Ja? Und wir haben als dritten Bestandteil den Stick. Ist das Äquivalent zu den bisherigen Tabletten und Tropfen. Die Chemikalien sind hier drauf vordosiert. Perfekt. Ja? Und ich starte jetzt einfach mal die Messung und muss erstmal nichts anderes machen, als in der App zu sagen, ich möchte eine neue Messung beginnen. Mhm. Und ich streichle jetzt hier einmal über das Dillion. Du hörst, es vibriert ein bisschen. Es möchte uns also mitteilen, okay, ich habe eine Eingabe erhalten. Mhm. Was jetzt passiert ist, dass sich Smartphone und Lillian über Bluetooth miteinander verbinden. Mhm. Die bauen jetzt eine Verbindung auf und in der Zeit stecke ich jetzt diesen Stick hier in einen der beiden Slots. Ja? Also das Gerät hat zwei Slots und du kannst frei wählen, welchen du davon nutzen möchtest. Mhm. Es ist aber einfach möglich, noch einen zweiten Stick zum Beispiel für Säurekapazität gleichzeitig zu messen. Mhm. Wenn es leuchtet, sagt es dir, ich bin bereit für die Messung. Ich stelle jetzt das Lillian in den Messhalter. Ja. Und ich habe hier unten schon einen Probenbecher. Da ist mein Probenwasser aus dem Becken drin. Mhm. Dort ist der Stick drin. Und ich streiche jetzt hier noch einmal drüber. Und damit gebe ich das Signal, die Messung kann beginnen. Mhm. Und jetzt hörst du gleich ein leichtes Pumpgeräusch. Ich gehe mal kurz mit dem Mikro weiterhin. Genau. Und was hier jetzt passiert, in diesem Gerät sitzen Pumpen, die erzeugen einen Unterdruck. Und dadurch wird durch diesen Stick die Wasserprobe gesaugt. Mhm. Und auf diesem Stick, da passiert eigentlich das, was man ansonsten in der Küvette selbst macht. Das heißt, die Chemikalien sind hier vordosiert. Ich muss sie nicht mehr auswählen. Ich muss nicht mehr wissen, welche Reagenz benutze ich jetzt für welchen Parameter. Ja. Ja? Dann habe ich hier auch genau die richtige Menge vordosiert. Das Wasser reagiert hier also. Okay. Und
ich muss mir auch keine Gedanken mehr um irgendwelche Reaktionszeiten oder Pufferzeiten machen. Mhm. Das passiert alles automatisch auf dem Stick. Ja? Das Alien hat jetzt einmal kurz grün geleuchtet und zeigt uns jetzt hier schon alle Messwerte an. Okay. Das heißt, wir sind jetzt mit der Messung durch. Ja, ich halte es kurz in die Kamera. Also ihr seht hier alle Parameter, alle vier Parameter. Sogar die Akkuzeit vom Gerät wird nochmal angezeigt. Sehr übersichtlich. Ja, geil. Das Gerät sendet hier aufs Handy die Daten und dann kann ich sie aber noch weiter transportieren. Genau. Dahinter steckt dann eine Cloud-Software und da hast du dein eigenes Bad virtuell abgebildet, wenn du so möchtest. Mhm. Das heißt, gerade wenn du zum Beispiel für mehrere Bäder zuständig bist, du hast vielleicht ein Hallenbad und ein Freibad, dann kannst du dir diese Bäder dort einrichten, kannst jedem Bad Becken zuordnen, die eben tatsächlich auch dort vorhanden sind. Ja, sehr geil. Und wenn du an einem Becken zum Beispiel an mehreren Positionen misst, kannst du dir auch Messpositionen festlegen. Und das wählst du vor der Messung in der App kurz aus. Wo messe ich jetzt? Ja. Und dann werden diese Messdaten automatisch an die Software gesendet. Okay. Und ich habe sie dann direkt zugeordnet mit Zeitstempel, allen Werten und der richtigen Messposition. Ja. Und vor allem auch die grafische Auswertung, die, wie ich finde, immer ganz wichtig ist, weil da kann man sehen, wie sich Werte verändern oder Probleme in der Technik ergeben oder aufschlussreich sind. Ich blende euch mal hier kurz ein Bild ein, dann seht ihr mal, wie das dann tatsächlich am Computer aussieht. Und ihr seht, das ist designtechnisch modern, top, was will man mehr? Kommen wir zum Fazit. 2021 kam dieses Gerät auf den Markt und danach schlugen bei mir die Meinungen ein, die Anfragen, was halte ich davon? Das Ding ist unheimlich teuer, es produziert unheimlich viel Müll, ist doch auch bloß ein Photometer. Die wollen doch bloß ein Handy verkaufen. Ihr kennt die Leier. Im Zuge unseres Filmprojekts und meinem Besuch in Braunschweig bin ich in allen Aspekten vom Gegenteil überzeugt worden. Und ich sage euch auch, warum. Denn erstens, es ist ein junges, modern denkendes, innovatives Team. Respekt dafür. Hier werden uns mit Sicherheit noch bahnbrechende, revolutionäre Projekte in der Zukunft erwarten. Punkt 2, es ist ein Photometer, ja, aber nicht nur ein Photometer, sondern ein Photometer, das den Messvorgang, also die Messvorbereitung integriert hat. Und seien wir doch mal ehrlich, genau in diesem Bereich passieren die meisten Fehler. Jeder Probenehmer hat seine eigene Philosophie, Strategie, seine Herangehensweise an die Messung und es gibt nichts Schlimmeres als im Controlling, in der Auswertung zu wissen, ich kann mich nicht auf diese Werte zu 100% verlassen. Das ist damit Geschichte. Und Punkt 3 ist tatsächlich der Zeitfaktor. Mehrere Parameter unter einer Minute. Geniale Kiste, mein Respekt. Was ich mir allerdings noch wünschen würde, ist Punkt 1, dass tatsächlich die Sticks vielleicht in der Zukunft noch ein wenig günstiger werden könnten. Und ich wünsche mir einen freien Chlorwert-Stick, einen Sensor-Stick für geringe freie Chlorwerte, denn die brauchen wir im Bad ziemlich häufig überall in der Technik. Wobei mehrere Parameter mit diesem Hygienehilfsparameter-Stick, wenn ich die gleich messe, ist auch nicht verkehrt. Ja? Aber den würde ich mir wünschen, liebes Team Lilien. Ich bin der Meinung, teste dieses Gerät einfach mal selber. Und vielleicht wirst auch du vom Gegenteil überzeugt, so wie es bei mir der Fall war. Das Ganze könnt ihr über die Vertriebspartner von Lilien Labs machen. Die findet ihr auf der Homepage von Lilien Labs. Oder ihr geht zu meinem Kooperationspartner Dr. Nüsken. Auch der ist Vertriebspartner dieses Lilien Labs Photometers. Ich bin gespannt, wie die Geschichte Lilien Labs weitergeht. Wir werden das natürlich begleiten. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen. Eure Fragen, eure Ergebnisse aus dem Test bitte an mich. Euer Fazit.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video. Ciao. Julep.